Die Kampfhandlungen im Osten der syrischen Metropole Aleppo seien beendet, sagte Russlands UN-Botschafter Vitali Chokin am 13. Dezember 2016 vor Journalisten in New York. Damit näherte sich die mehr als 4 Jahre andauernde Belagerung Ost-Aleppos durch internationale und terroristische Söldner ihrem Ende. 98% von Aleppo stehen jüngsten Angaben zufolge bereits unter der Kontrolle der syrischen Behörden. Nach der Einigung auf eine Evakuierung von Rebellen und Zivilisten aus Ost-Aleppo hat das syrische Militär nach Angaben von Russland die Kämpfe eingestellt. Folgendes Video zeigt jubelnde Menschen auf den Straßen von Aleppo, nachdem bekannt geworden war, dass die syrische Regierungsarmee demnächst den letzten Bezirk in Ost-Aleppo von den Terrorkämpfern befreien würde. Auf der anderen Seite berichteten westliche Leitmedien heute Morgen, dass bislang keine Kämpfer und Zivilisten Ost-Aleppo verlassen hätten. Dies habe die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitgeteilt. Laut Rebellen verhindern regierungstreue Milizen, dass die Menschen abziehen können, so die westlichen Medien. Schon gestern am 13. Dezember verbreiteten die Medien von Zeit Online bis zur Tagesschau der ARD, dass syrische Regierungstruppen nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen mindestens 82 Zivilisten im Ostteil Aleppos getötet hätten. Soldaten würden von Haus zu Haus gehen und Menschen erschießen, so Zeit Online. Gemäß Originalaussage des Sprechers des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte stellte jedoch unzweideutig heraus, dass sich auch die neueste Behauptung, Pro-Regierungskräfte hätten mindestens 82 Zivilisten getötet, einzig auf Berichte der Rebellen bezieht. Es sei sehr schwierig, die Berichte zu überprüfen, gab der UN-Sprecher zu. Wie glaubwürdig nun die Berichte der Rebellen sind, brachte die kanadische Journalistin Eva Bartlett im Rahmen einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York am 9. Dezember 2016 auf den Punkt. Bartlett lebte insgesamt 3 Jahre in Gaza, der größten Stadt im Gazastreifen, lebte auch im Libanon und besuchte Syrien seit April 2014 dreimal. Als Bartlett im Februar 2016 aus Syrien zurückkehrte, schrieb sie wörtlich: Ich bin zurück aus Syrien. Die Medien lügen sie an. Sehen Sie nun selbst, wie Bartlett auf die Frage eines norwegischen Journalisten antwortete, als er sie fragte, wie sie es rechtfertigen könne, alle von uns Lügner zu nennen. Eva Bartlett zerlegte in nur 2 Minuten die Mythen der selbsternannten Qualitätspresse. Thank you very much. Ich bin Christopher Ronneberg von der norwegischen Aftenposten. Ich habe 2 Fragen an Frau Bartlett. Als Journalistin wissen Sie es sicher zu schätzen, auch andere Eindrücke als Erfahrungsberichte von vor Ort zu erhalten. Wenn Sie von den Syrern sprechen und dem, was die Syrer möchten, wie können Sie das bemessen? Haben Sie irgendwelche unabhängigen Gutachten, die das dokumentieren? Zweitens, Sie sprachen von den Konzernmedien, den Westmedien, den Lügen und all dem. Können Sie erklären, wie Ihrer Meinung nach unsere Agenda in den Westmedien lautet? Warum sollten wir lügen? Warum sollten internationale Organisationen vor Ort lügen? Warum sollten wir all den absolut dokumentierbaren Fakten nicht vertrauen, die wir erhalten? Die bombardierten Krankenhäuser, die Zivilisten und die Gräueltaten, denen sie ausgesetzt waren. Wie können Sie es rechtfertigen, alle von uns Lügner zu nennen? Justify
calling all of us liars. Es gibt bestimmt ehrliche Journalisten im sehr kompromittierten Medien-Establishment. Beginnen wir mit Ihrer zweiten Frage. Internationale Organisationen vor Ort. Sagen Sie mir, welche sind in Ost-Aleppo vor Ort? Ich sage es Ihnen, keine. Diese Organisationen stützen sich auf die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Diese sitzt in Coventry, Britannien und besteht aus einem einzigen Mann. Sie stützen sich auf kompromittierte Gruppen wie die Weißhelme. Reden wir über die Weißhelme. Sie wurden 2013 von einem britischen Ex-Offizier gegründet. Sie wurden von den USA, Britannien, Europa und anderen Staaten mit 100 Millionen Dollar finanziert. Sie geben vor, in Idlib und Ost-Aleppo Zivilisten zu retten. In Ost-Aleppo hat aber noch niemand etwas von Ihnen gehört. Ich sage niemand und denken Sie dabei daran, dass jetzt 95% Ost-Aleppos befreit sind. Die Weißhelme geben vor, neutral zu sein. Dennoch tragen sie Waffen und stehen auf den Leichen syrischer Soldaten. Und ihre Videoaufnahmen enthalten Kinder, die in verschiedenen Berichten auftauchen. Das Mädchen Aya taucht an zwei verschiedenen Orten in verschiedenen Monaten auf. Sie sind also nicht glaubwürdig. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte ist nicht glaubwürdig. Nicht genannte Aktivisten sind nicht glaubwürdig. Ein-, zweimal vielleicht, aber jedes Mal nicht glaubwürdig. Ihre Quellen vor Ort, die gibt es gar nicht. Was die Agenda angeht, nicht Ihre persönliche, die einiger Konzernmedien. Es ist die Agenda des Regime Change. Wie können die New York Times oder Democracy Now bis heute darauf bestehen, dass es in Syrien einen Bürgerkrieg gibt? Wie können sie bis heute behaupten, die Proteste seien, bis sagen wir 2012, unbewaffnet und friedlich gewesen? Das stimmt absolut nicht. Wie können sie dabei bleiben, dass die syrische Regierung in Aleppo Zivilisten angreift? Alle Personen, die aus diesen von den Rebellen gehaltenen Gebieten kommen, sagen das genaue Gegenteil.